Hallo. Triple. Hello. Oh my God. Hello. Hello. What's poppin? Wir sitzen einfach hier gerade schon an der Straße. Es ist 8.20 Uhr. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden, beziehungsweise ich bin seit 4.30 Uhr wach. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin um 0 Uhr schlafen gegangen und um 4.30 Uhr wieder aufgestanden, weil mein Körper sich dachte, das war's jetzt, das reicht. Wir sind hier schon mit Eiskaffee und freuen uns ganz doll, dass ich meinen Reisepass wiederbekommen habe, weil, ey, Alter, ich hatte so Schiss. Ich habe ja gestern meinen Reisepass abgegeben bei dem Scooterverleih, der hier hinter uns ist. Danach haben uns, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Leute gesagt, gebt bloß nicht bei irgendwelchen Verleihen euren Reisepass ab, weil die geben euch den im schlimmsten Fall nicht wieder und wollen euch irgendwie scammen oder so. Und ich dachte irgendwie die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich muss für immer in Thailand bleiben. Vielleicht. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, wird schon irgendwie, aber ich rede mir halt immer ein, dass es irgendwie wird. Und es wurde jetzt auch, die haben mir den einfach wiedergegeben. Jetzt bin ich glücklich und wir machen heute eine geile Bootstour. Wohin eigentlich? In so einem Nationalpark, oder? Angkong Marine Park. Angkong Marine, ja. Und da gehen wir dann schnorcheln und Kajak fahren. Und ich habe über, übertrieben Schiss vor dem Schnorchelpark, weil ich weiß nicht, ob ihr noch meine Vlogs von 2017 kennt. Als ich mit meinen zwei Schulfreundinnen in Thailand war, da waren wir auch einmal schnorcheln und dieser Typ hat so Brot auf mich geworfen, damit mehr Fische zu mir kommen. Und ich hatte, ich schwöre, ich hatte, glaube ich, da das einzige Mal in meinem Leben eine Panikattacke. Ehrlich? Ich habe geschrien, geheult, ich konnte nicht mehr atmen, ich musste da einfach raus, weil ich hatte immer so krass Angst vor Fischen und fand das so eklig, wenn die mich berührt haben, dass ich einfach überhaupt nicht darauf klargekommen bin, dass dieser Typ auch noch Brot auf mich geworfen hat. Er dachte, er tut mir einen Gefallen, so, ja, weißt du, weil voll die schönen Fische und so. War wirklich kein Gefallen für mich. Deswegen hoffe ich, dass der Boat Driver heute kein Brot dabei hat. Nein, hast du nicht. Damit ich überlebe. Aber ey, oh mein Gott, wir haben voll das geile Frühstück dabei. Oh, geil. Guck mal, wie krass das aussieht. Das ist so richtig juicy. Aber es sieht so durchgeweicht aus. Ja, es sieht ein bisschen durchgeweicht aus. Es hat wirklich bisher heute alles wie am Schnürchen geklappt. Ich hoffe, das geht weiter so. Uns wurde gerade gesagt, dass wir uns auf jeden Fall in die Mitte vom Boot setzen sollen, damit wir nicht seekrank werden, weil wir jetzt 2 Stunden auf dem Speedboot sein werden. Wir wussten nicht, dass wir 2 Stunden drauf sind, aber wird schon. Unser Trip ist bisher einfach wirklich trippy. Geil. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen 10 von 10, aber gestern Abend war ein bisschen... Was war gestern? Gestern Abend war trippy. Tricky. Ja, what? Apotheken, Roller kaputt, keine Ahnung was. Aber das erzählen wir später. Wir müssen jetzt, glaube ich, in den Bus. Wie schmeckt's? Besser als erwartet. Hast du gedacht, ist nicht gut? Nee, das sah total durchgeweicht aus. Ich fand, das sah juicy aus, wie gesagt. Ein bisschen nicht durch. Ich glaube, das soll so sein. Nein? Guck mal, unsere Boote. Einfach 4 Stück. Ich dachte, wir sind jetzt auf so einem Riesenboot, wirklich. Aber voll die Süßen. Genau mit diesen Booten ist es passiert. Was? Dieser Unfall. Boah, die redet die ganze Zeit über so einen Unfall. Ich will gar nicht wissen, was für ein Unfall das ist, weil ich habe Angst. Ehrlich nicht. Sag mir einfach nicht, was für ein Unfall Scheiße. Das war. Ich guck jetzt ein TikTok darüber. Bist du dumm? Nein, ich bin okay. Oh, ja. Ist lecker. Ist das der Exzellent? Ja. Die lachen noch. Ja, Leute, aber dann voll ist witzig. Smashed into a wave, broke the hull of the boat and caused us to do the... We were told to get off life jacket and we were sinking. We were sinking, we were motherfucking sinking. Ohne Witz? Du siehst die Angst, ja, du siehst die Angst. We crammed to the back of the boat. Wirklich? Warte, die sind gesunken? Auf Ernst? We had to drop into the water once the boat was filling up with gas. Oh mein Gott! We sit in the sea for 20 minutes until we got pulled back into the rescue boat. Hä? Warum gucken wir uns das an? Guck mal. Einfach untergegangen, Digga. Ach, scheiße. Naja, gut, dass wir schwimmen können und Leibwesten haben und die Inseln hier alle nicht so weit weg sind. Hoffe ich. Ich hole mir einen Jetski, also von irgendwem, Digga. So mitten auf dem Meer? Ja, da gibt es so einen Jetski-Verleih unter Wasser. Von Zeus, der macht das. Von Zeus einfach. Aquaman chillt da unten. Vor allem du so, lass was zum Frühstück holen, damit wir nicht so Kekse zum Frühstück essen. Jetzt essen wir Kuchen. Kuchen ist besser als Kekse. Just saying. Let's go, let's go. Ey, wir sind jetzt einfach eine Stunde auf diesem Boot. Was machen wir mit der ganzen Zeit? Wir werden lieben. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Alter, ich bin sowas von bereit. Guck mal an, wie bereit ich bin, Alter. Es ist so wunderschön hier. Wir sind jetzt eine Stunde hergefahren. Und guck mal bitte. Wie geil einfach. Hier sind todesviele Leute, aber juckt. Weil einfach unnormal schön hier. Unnormal. Hier werden noch die Rücken eingecremt. Ey, ich musste gestern einfach von so einem Fremden den Rücken eincremen. Ich wollte das nicht. Sie macht das jetzt professionell. Er hat mich gefragt. Da sag ich doch nicht nein. Also ich habe vorher eine halbe Stunde mit dem im Wasser geredet, aber ich wusste trotzdem nicht, dass wir schon so eng miteinander sind, dass wir uns gegenseitig den Rücken eincremen. Ich nicht, weil ich habe ihn nicht gefragt, aber naja. Wow. Hier auf Montur. In Montur. Hilfe, ich sehe nichts. Spring einfach. Nein, mach mal dieses Tauchzeichen. Genau, perfekt. Wow. Das war kein Tauchzeichen.
Ist warm, ist kalt, wie ist es? Wow! Ey, das sieht so cool aus, wow! Bist du auf die Seeanemone getreten, ne? Ich habe kurz eine Beauty-Injection bekommen, meinte Arnie gerade. Sehen meine Lips juicy aus? Boah! Ja, Mann, wir haben beide Oberlippen jetzt. Das ist einfach Dings, Botox-Simulator. Geil, Mann. Nee, Hyaluron. Botox was anderes, ja? Wir machen Crash-Kurs, okay? Ist wichtig, sowas zu wissen fürs Leben. Die haben diese Live-Weste einfach so zwischen unsere Beine geschnallt. Ah, das ist so unangenehm, das ist in mir drin gefühlt. Oh mein Gott! Nicht. Junge, sind die nah. Die sind so nah. Scheiße, ich habe richtig Déjà-vu gerade. Die Taucherbrille ist auf jeden Fall nicht für meine europäische, albanische Gesichtsform konzipiert. Ey! Ich möge dich nicht auf mein Gesicht. Für meine auch nicht, Alter. Da kommt nur Wasser rein die ganze Zeit. Bei mir ist einfach komplett beschlagen. Scheiße, Mann, ich sehe gar nichts. Sind die nah? Ich habe so Angst, Alter. Ich kann da nicht runtergucken. Ich schwöre. Wir sind einfach die Sportlichen. Wir sind da gerade einfach mit unseren sportlichen Ärschen hochgehiked. Wir sind einfach... Sag das nicht, Mann. Ich wollte gerade so tun, als wären wir sportlich, Junge. Hallo, das waren nur 100 Meter, wenn überhaupt. Oha! Okay, hat sich aber gelohnt. Jo. Wow! Wie schön! Wow. Oi! Ha! Schön! Hä? Genieß mal. Ich in einer Minute, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe. Paradise! Paradise! Ich schwöre, Leute, jetzt sind wir richtig motiviert. Jetzt geht's hier auf die 200er-Marke zu. Wir sind sportlich, kämpferisch und absolut willensstark auf diesen Trip gegangen. Wir ziehen das jetzt auch durch. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Aua. Wie läuft's? Es wandert. Es wandert, aber deluxe. Das waren auf gar keinen Fall 200 Meter nur. Es war wirklich weit. Aber es hat sich krank gelohnt. Guck mal bitte, wie heftig sieht das aus. Ich glaube, in der Kamera kommt das gar nicht so rüber, aber es ist echt einfach, ist einfach krank. Leute, auch wenn ihr nicht motiviert seid, geht die extra 100 Meter, es lohnt sich. Das ist eine Weisheit fürs Leben. Krass. Oder? Boah. Okay, ich schwöre, es hat sich gelohnt. Look at that. Oh, mein Herz springt raus, wegen der Aussicht. Nein, wegen was anderem. Wow. Hä, hey, jetzt sieht es ja nochmal voll anders aus. Jetzt verstehe ich, warum Thailand aus 1000 verschiedenen Inseln besteht. Die zählen alle mit. Geht bei euch? Hä? Oha. Entspannt. Ich liebe Zeit allein. Es ist einfach toll. Vor allen Dingen mit so einem Pärchen. Wirklich voll schön, die so zu sehen, wie die so ihre Love Story ausleben. So Memories together machen und ich so, hey Bitches, bin auch da. Nee, aber ganz ehrlich, es ist halt eigentlich echt voll schön. Ich liebe das auch so, einfach mit niemandem reden zu müssen. Geht's mir gerade schön, merkt ihr? Aber ist cool. Ist cool. Passt schon. Hab wenigstens euch. Jetzt geht die Kotzfahrt los. Nein, die Kotzfahrt geht nicht. Los. Nee, wir nicht. Was mit ihm ist die Frage? Auch alles in Ordnung. Ja, geht's dir besser? Ich bin speifrei. Ich wurde getestet eben. Denkst du? Ja, ich denke ja. Du, ich bin mir ja nicht so sicher. Eben sah das anders aus, ne? Ja, eben sah es anders aus. Vorhin hat er gesagt, er schwankt zwischen einer 2 und einer 4 mit Schlechtheitslevel. Wie sieht's jetzt gerade aus? Jetzt gerade ist auf jeden Fall 1. Plus, da kommt noch der psychologische Fakt hinzu, dass der Typ vom Café gestern meinte, sitzt in der Mitte, dann ist es nicht so schlimm mit dem Seasick werden. Wir sitzen in der Mitte. Wir sitzen absolut in der Mitte. Vorne in der Mitte. Ich glaube, die Voraussetzungen sind gut, dass wir nicht angekotzt werden. Guck mal, Kim ist in Deckung gegangen. Ist halt echt so. Kennt man natürlich mein Kotzverhalten. Ich muss jetzt in der Mitte sitzen, einfach nur, weil du weißt, dass ihr gleich doch kotzt, oder was? Wir fliegen jetzt, nein, wir fahren. Wir fliegen jetzt mit dem Boot nach Koh Phangan auf unsere nächste Insel, auf unsere nächste Destination. Unsere Lieblingsinsel. Unsere Lieblingsinsel. Warum ist es unsere Lieblingsinsel? Das ist eine coole, weil sie hat einen Pinsel. Pinsel? Pinsel. Wegen der Insel? Ja. Das wird Klassifix. Koh Samui, was sind wir? Nummer 1. Aber warte, meinst du Schulklasse oder meinst du so Gesellschaftsklasse? Weil Gesellschaftsklasse wirklich ganz weit unten. Ja, nee, an Gesellschaft habe ich gar nicht gedacht. Ja, so an Schulklasse, dass wir uns so Klassenpartner, wie es uns eine Klasse geben.
Oh, dann in der dritten, weil da macht man immer die coolsten Klassenfahrten. Echt? War das bei dir nicht so? In der Grundschule? Haben wir in der dritten eine geile Klassenfahrt gemacht. Und in der zehnten dann nochmal. Ich kann mich gar nicht mehr so lange erinnern. Ja, okay. Das heißt eigentlich, ja, meine Mutter wollte kein zweiten lassen. Dann geht schon los. Die Qualität ist auch richtig geil. Oh, ja. Meine Mandeln okay? Ja. Mama, was hast du da für Abdrücke? Wo? Hinten im Rachen. Ich weiß nicht. Sieht komisch aus? Fühlt mir gut. Hier beim Zahn ziehen lassen. Also wenn ihr wollt, kann man das ja auch machen. Ja, so unser erster Tag. Auch nur fürs Training und so. Auf Kopenken. Und irgendwie auf Es haben sich einige Dinge verändert, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich bin jetzt verwundet. Mir geht's klasse. Ich hatte gerade einfach den Deluxe-Rollerunfall, wirklich. Ich bin um die Kurve gefahren, so einen Berg hoch, und hier ist ja Linksverkehr. Und dann ist einfach so eine Frau im Linksverkehr, also komplett auf meiner Spur um die Ecke, und ist in mich reingefahren. Also ich konnte nicht mehr bremsen. Sie hat versucht zu bremsen, aber sie war halt komplett auf meiner Spur und hat dann einfach so getan, als wäre es meine Schuld gewesen. Das war das Geilste daran, oder Kim? Ich kann nicht sagen, weil sonst wäre ich beleidigend. Ja, das war wirklich krass so. Ich war auch deutsch, und anstatt so zu fragen, ich lag halt wirklich halb unter ihrem Auto so, ne? Ey, guck mal, ne? Sie ist so... Ja. Ich schwöre. Es war wirklich, wirklich schlimm. Ich hätte sie fast beleidigt, ne? Ich musste mich so zusammenreißen. Ich habe nichts gesagt. Wir waren an so einem Resort, wo sie gearbeitet hat. Dann sind wir da zu den Leuten hin, und die kannte die, und dann meinte sie zu denen einfach, das Mädchen ist in mich reingefahren. Alter. Sie so, ihr müsst aufpassen, wenn ihr um die Kurve fahrt. Hier ist Linksverkehr. Du warst auf meiner Spur. Das war so eine Frau, sie konnte sich gar keine Fehler eingestehen, ne? Und man hat es richtig gemerkt. Man hat eine Sache gesagt, sie ist direkt aggressiv geworden, hat sich auch nochmal angegriffen gefühlt. Nur reflektiert, Digga, mach mal ein paar Yoga-Kurse hier, Alter. Ja, die war wirklich krass gebraucht. Also das war echt heftig so. Sie heißt Mary. Nur, dass sie alle Bescheid wissen. Wir wollten dann halt ihre Nummer haben, so einfach vor Safety so irgendwie. Normal, hä? Und sie wollte die einfach nicht geben. Sie meinte so, ja, ich arbeite hier. Wollte uns auch ihren Namen nicht sagen und so. Es war vollkommen gestört irgendwie gerade. Und ich habe echt eine relativ tiefe Wunde hier an meinem einen Knie. Der andere geht, und auch noch so ein bisschen was am Fuß und an der Hand. Das ist echt schon ganz schön deep. Deswegen waren wir jetzt gerade an der Apotheke. Das wird jetzt verarztet. Freue ich mich ganz doll. Cooler letzter Tag hier. Ist einfach wirklich der Hammer. So habe ich mir das vorgestellt. Und es hat so todesweh getan gerade, ne? Es hat so todesweh getan, aber egal. For the memories, weißt du? Oh mein Gott. Sind wir wenigstens an einem schönen Strand. Es könnte einem an einem schlimmeren Ort schlecht gehen, so. Da ist halt komplett Watte dran, ne? Die hatten halt auch nur so Scheiße. Digga, wie kann man so dumm machen, Digga? Ja. Oh mein Gott. Das ist halt wirklich einfach... Du bist einfach ein Tier geworden mit einem Fell. Die haben mich immerhin verarztet, ne? Jetzt auch nicht mit dem besten Stuff. Die hatten einfach... Aber gut, die hatten nichts anderes. Lass das gleich mit Wasser abmachen. Das wird schon ein bisschen räudig jetzt. Geil! So viel zum Ende des Urlaubs. Oh Junge, ich bin noch sterben gerade, wirklich. Nicht sterben, Bro. Du hältst es aus. Oh Junge. Oh Junge, mach mal Adlib. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Guck mal, siehst ja, du das? Ja, Digga, auf jeden Fall. Das ist alles Watte. Junge, ich bin echt keine Mimose, ne? Mimose? Heul mal ruhig rum, lass es mal raus, Alter. Ist das da noch Dreck oben? Dann sollten wir das wegwischen, ne? Das ist irgendwie satisfying und irgendwie ganz schlimm. You feel better tomorrow. Kennst du, wenn es so weh tut, dass du so aufhören musst zu atmen? Ja, normal. Ja, das da. Das genau da, wo du bist. Was ist das da alles? Das mal weg. Und oben auch an dem Knie so ein bisschen weg. Das ist alles Dreck. Oh. Living the life! Holiday feeling! Die andere Seite ja auch noch. Guck mal, wie viel Watte da bitte ist. Auf der Seite ist ja auch okay. Das ist auch so. Erstmal jetzt hier nebenbei ein kleines Stück Mango-Shake für die Stärkung. Schmeckt der wenigstens? Sehr gut. Wir peppeln dich auf. Wird schon wieder. Ja, also sorry, falls ihr keine Wunden sehen könnt, ne? Boah, das ist das Letzte. Geh mal deinen Vlog ab. Leute, es ist arschkalt hier. Hast du überhaupt irgendwas gefilmt? Ich habe voll viel gefilmt. Ja? Ja, und es war wunderschön. Jetzt zeigst du diese Aufnahme als Ende des Vlogs. Boah, gerade siehst ich du... ich muss gleich weinen. Gerade siehst du wirklich echt super aus. Ich bin so ein Arschloch. Gut. Ich bin gleich super.